Können Sie uns sagen, in so einer Situation, die so eindeutig eigentlich war, also das war so eine erdrückende militärische Übermacht der Roten Armee, ja, wieso wurde trotzdem noch so verbissen und energisch ein Stück Land wie das Kurland Ich weiß, was Sie geteilt? sagen wollen, ganz einfach. Im Gegensatz zu heute, wir liebten unser Vaterland. Diese Bestien, die sollten nicht dahin, wo meine gerade eben angeheiratete junge Frau oder meine Mutter und sonst was waren. Das heißt nämlich in die Sklaverei und Sibirien. Ich meine, grob gesagt so. Und dann, wissen Sie, ausgeliefert Leuten, ich habe Angriffe von gelben Leuten, die Gelen sind wieder da. Nach dem Sprich der ostfriesischen Soldaten und Lanzer, die den Angriffen mit dem Messer noch, also ich habe es gesehen, mit dem Messer hier bis zum Einbruch und dann ging es so. Also die sollten nicht, auf Deutsch gesagt, mein Deutschland betreten. Der deutsche Soldat war durch und durch heimattreu. Er war durch und durch gehorsam. Er war durch und durch, sagen wir ruhig mal, das ist so deutsch. Und Offizier natürlich im Besonderen. Und es war für ihn eine Schande, wenn ihm nachgewiesen werden sollte, dass er das nicht war. Und so weiter, von wegen Fahnenflucht und dies habe ich selten erlebt, ne? Gab es gar nicht. Und das hieß auf Deutsch, kämpfen bis zum Letzten. Und je besser ihr kämpft, je weniger kommt in die Gefahr, in Gefangenschaft zu kommen oder zu fallen. Und wenn ihr dabei drauf geht, denn sie wussten ja alle irgendwann, aber das war gar kein Thema, ne? Sie waren überzeugt von ihrer Nationalität. So etwas haben wir heute ja nicht mehr. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und folgedessen ist ja auch, wollen wir sagen, die Einstellung für irgendetwas, was Heimat ist, zu kämpfen, sehr, sehr zwielichtig.